Na, aber holla die Waldfee. Das der war toll. So, jetzt haben wir noch ein paar tolle Sachen gekriegt, damit wir uns irgendwie hier was ansehen können. Was haben wir denn hier? 1, 1. Wir haben doch Jägerhandschuhe bekommen, oder nicht? War das die? Was haben wir denn hier? Jägerhandschuhe. Stufe 1. Dann nehmen wir doch die. Was haben wir denn hier? Stiefel. So, wo gibt es hier eine Schnellreise hier oben? Hier haben wir es ja schon. Dann auf zum Baron. Wo ist denn der Baron? Hier. Krähenfels, jawohl. Auf nach Krähenfels. Keine Wachen. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hat gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. War das ein Fisch haben die Armee? Keine Apoche. Ist der Scheiß. Sensen machen großen Spaß. Ich komme gar nicht zu Atem. Hast du jetzt alle Monster verjagt? Na nur, wo zeigt denn das den Baronen? Ich hab nichts getan. Na? Ja, was, hey, geh weg. Wie kann ich helfen? Kannst du das mal reparieren lassen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, jetzt lassen wir sehen. Kann
kann man das irgendwie... Okay. Na, ich sehe schon, ich habe immer noch zu wenig Geld. Zerlegen. Okay, das zerlegen. Oh, nee, oder? Repariere ich das? Das reparieren wir. Mein Herr. Ich werde ja nicht mehr. Also verkaufen mal ein paar Sachen da. Das ist das Lunch. Verkaufen. Was gibt denn das hier? Verkaufen. Verkaufen. Jetzt sehen wir es sehen. Zerlegen haben wir. Das können wir zerlegen. Leb wohl. So, das war's erstmal, was da steht. Essensreste ranlässt. Und zwar keine zahnlose Alte. Dieser junge Zart sein. Sag euch, wo die Beute. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Du da, Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut.
Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Was auch. Dings, Biberich. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz! Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Ach, erspar mir deine Lebensgeschichte. Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sag mir wenigstens, wie Anna in dem verdammten Sumpf gelandet ist. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie da nur gelandet? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht!
Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Mischen wir jetzt? Na, wie soll ich jetzt da drüber kommen? Ups. Na los, Hurensohn! Komm her! Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt.
von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ein paar Münzen extra schaden mir. Na gut, für Geld. Da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Lustige Geschichte? Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es.
Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und sei ihr ein guter Vater. Also gut. Hier mal geschwind aufwerten. Die steht ja immer noch da. Da ist langweilig. Was gibt's denn hier? Hat's hier noch was für uns? Salben. Auch keine Salben. Quint. Ach, guck an. Der blutige Baron ist der Vorsitzende. Okay. Faustkämpfe. Pferderennen. Heidelbeer. Na, Holdemalt. Was Weißkopf? Gibt's hier irgendwas für mich? Das war ja klar.